gute Sammlung braucht es schon ein Konzept. Aus dem Bauch heraus kann man vieles machen, aber letztendlich, wenn man jetzt so eine Sammlung nimmt, die im Kunstforum gezeigt wird, dann will man Zusammenhänge, Dialoge sehen. Man will sehen, was hat denn der Sammler beigetragen. Werke sind das eine, aber die Werkszusammenstellung und die Dialoge, das ist das andere. Und das ist dann eigentlich die Leistung eines Sammlers, wenn die Qualität stimmt, wenn es Dialoge gibt, wenn es kunsthistorisch Werke sind, die Geschichte schreiben. Das möchte ich sagen, qualifiziert dann vielleicht einen Sammler, dass er ausgestellt wird. Ich will mit meinen Werken leben und mich in diese Werke vertiefen. Gesammelt habe ich während 50 Jahren und habe meinen Zeitraum, diese 50 Jahre, in etwa dokumentiert. Das fing an mit Surrealismus, das ging in den abstrakten Expressionismus, dann die Gegenbewegung, das war der Minimalismus und eine ganz andere, aber europäische Kunstrichtung war Arte Povera. Wie ich zur Kunst kam, das war mit 18 Jahren in Paris, habe mir in meinem ganz kleinen Wohnzimmer einige Poster gekauft und später in Amerika. Dann ging ich rund um die Welt und in Mexiko kaufte ich auf dem Markt, wo Künstlerausstellungen am Sonntag stattfanden, mein erstes Bild, ein Vater-Sohn-Bild, figurativ. Ich kannte den Künstler und war begeistert und kaufte noch zwei, drei andere Arbeiten von ihm. Das war mein erstes Werk. Dann machte ich die Weltreise, war in Japan, Angkor Wat und habe alte Kulturen gesehen. Das hinterließ später auch Spuren in meinem Sammeln. Zu Beginn mit dem Surrealismus kaufte ich Schweizer Künstler, das war mein Umfeld, internationale Künstler, das gab es praktisch sehr selten. Und ich hatte Brignoni, ich hatte Seligmann, ich hatte Tompkins und sehr viel später, um diese Künstler gegenüberzustellen zu wichtigen Weltkünstlern, kaufte ich als mein zweitletztes Werk eine ganz bedeutungsvolle Zeichnung von Achille Gorki und stelle ihn jetzt mitten in diese Schweizer Sammlung. Dann kam dazu auch noch ein weiterer weltbekannter Künstler, David Smith, der auch Surrealist war. Der abstrakte Expressionismus war für mich der Weggang vom Surrealismus. Ich wollte in die Abstraktion gehen. Ich wollte gegenüber meinem Berufsleben mit Kunst sowieso eine Balance schaffen vom Geometrischen, vom Linearen, von dem Buchhalterischen zur Kunst und kaufte ich Schweizer Künstler im abstrakten Expressionismus
Und dies während einer langen Zeit. Erst sehr viel später, als ich meine Firmenanteile verkaufte, transformierte ich dieses finanzielle Vermögen in eine Kunstsammlung im obersten Bereich. Und da kamen die ganz Großen dazu, wie de Kooning und noch einige andere. Wieder eine andere Bewegung und für mich eine Gegenüberstellung Amerika-Europa war dann die Kunst der italienischen Gruppe Arte Povera. Anstatt dass ich von 10 Künstlern je ein Werk gekauft habe, rief ich Benone an und fragte ihn, ob er mir 2 Räume gestalten würde auf der Basis von Werken, die ich schon hatte. Er kam hierher und er hat mir 2 wunderbare Räume gestaltet, die eine eindrückliche Gegenüberstellung der amerikanischen Kunst zur europäischen Sensibilität darstellt. Das freut mich, dass ich in meiner Sammlung solche Künstler habe. Ich habe schon früh Skulpturen gesammelt, zuerst in der Schweiz. Dann hatte ich ein offenes Auge natürlich für die großen Künstler. Als ich später in die obere Liga, wenn ich so sagen darf, eingestiegen bin, und da war Ellsworth Kelly einer der wichtigen Künstler mit 2 Skulpturen, die ich im Eingang habe vom Haus. Und da kam der andere große Künstler dazu, das ist Chamberlain, der auch allzu lange in Europa nicht geschätzt wurde. Und der dritte große im Bunde ist der Künstler de Kooning, der während einer kurzen Zeit, vielleicht 5, 6 Jahre, sich auch der Bildhauerei zugewandt hat und dort einige sehr wichtige Skulpturen geschaffen hat. Ja, beim Sammeln muss man sich ja entscheiden, man hat ein Budget. Man hat Möglichkeiten finanzielle, die erlauben einem, das eine zu tun und vieles nicht zu tun. In meinem Fall war ich sicher beschränkt und das führte dazu, dass ich ein Konzept haben musste, dass ich mich fokussiert hatte. Und so gab es Situationen, wo ich einen Künstler, der außerordentlich wichtig war für mich, aber vielleicht auch für die Schweiz oder in Europa, das war de Kooning, da hatte ich die Chance und den Willen, ein breites Bild darzustellen von diesem Künstler. Das Gleiche habe ich gemacht mit Cy Twombly und noch einigen Künstlern. In anderen Fällen habe ich mich beschränkt auf ein Hauptwerk, weil ich nicht überall in die Breite gehen konnte. Aber das Werk musste so repräsentativ sein für sein Schaffen, dass ich mit diesem Werk alles gesagt habe. Das war bei Chad, bei Kiefer, bei Scalzo. Ich hatte ein so tolles Werk, dass es nicht unbedingt notwendig war, dass ich hier in die Breite ging. Denn die Darstellung der Kunst mit teilweise nur einem Werk, aber Spitzenwerke nebeneinander, macht den Blumenkorb oder den Früchtekorb sehr attraktiv. Thank you.
Twombly ist eine ganz wichtige Figur in der Kunst. Er hat mit Rauschenberg in den 50er Jahren Ägypten, Marokko und diese Länder besucht. Er hat sich von der Geschichte der Griechen, der Italiener inspirieren lassen, hat sich da vertieft und auch das Archaische, die Zeichnungen, die Graffitis und hat dann diese Schriftbilder gemacht. Es ist sehr geschichtsverbunden, spirituell. Es hat unglaubliche Inhalte, was Cy Twombly über seine Lebenszeit gemacht hat. Einerseits in der Skulptur ist er ein großer Meister und unverwechselbar, und andererseits in der Malerei hat er so viele Phasen durchlebt, dass er für mich einer der größten Künstler überhaupt im letzten und teilweise in diesem Jahrhundert gewesen ist. Mein Zugang ist natürlich auch das Studium, das ich gemacht habe über wichtige Künstler, als ich nach Amerika ging und mir überlegte bei vielen Museumsbesuchen, was will ich eigentlich kaufen mit meinem Geld, Qualität statt Quantität. Dann stieß ich relativ schnell in den Büchern auf de Kooning und hatte den Zugang zum Estate, welche die Werke, die hinterblieben sind, verwaltet. Und man war ganz erstaunt, dass ein Europäer Interesse hatte an de Kooning, denn die Museen, vor allem auch in Europa, haben praktisch de Kooning nicht wahrgenommen. Und es erlaubte mir, dass sie mir sehr schöne Werke offerierten. Und dann habe ich Zeichnungen, Skulpturen und dieser doch sehr wichtige Künstler für die ganze Künstlergeneration danach war für mich, als ich immer mehr über ihn gelesen habe, ein Glücksfall, aber es war auch in meinem Plan und in meinem Konzept. Und deshalb nach vielen Versuchen und Bitten und Geduld kam ich dann zu dieser tollen Auswahl von de Kooning Werken in meine Sammlung. Ja, ich darf schon sagen, dass ich sehr passioniert bin und dass ich sehr emotional werden kann, wenn ich die Qualität sehe. Sie haben meine Bibliothek gesehen, ich habe eine immens große Bibliothek und habe in diesen Büchern natürlich immer dazugelernt. Und die Passion ist natürlich fast wie bei einem Jäger. Also ich habe schon ganz bestimmte Vorstellungen gehabt, welche Werke möchte ich von einem bestimmten Künstler. Und Sie können mir glauben, das war nicht einfach. Ich musste kämpfen. Es war nicht die Geldfrage, sondern es war auch eine Frage der Qualifikation. Vertraut man mir, dass ich diese Werke behalte? Vertraut man mir, dass ich eine Sammlung habe, die es wert ist, dass diese Werke drin sind? Und so waren viele Emotionen und viele Diskussionen notwendig, um zu dieser Sammlung zu kommen. Ja, die Kunst, wie ich sie in meinem Haus darstelle, hat mit Folgendes zu tun. Da war ein Mehrfamilienhaus. Ich kaufte immer bessere, wichtigere Werke und habe gesehen, dass dieses Haus verändert werden muss, damit es einen musealischen Aspekt kriegt, dass die Werke in einem würdigen Rahmen gezeigt werden. Und ich musste Licht ins Haus bringen mit einem Parkett, der beige hell ist. Ich habe die Werke gekauft und im Laufe der 15 Jahre hat sich einfach gegeben, dass mein Konzept der Auswahl dazu führte, dass die
Werke sich hier einfinden wollten. Also die Werke wurden von meiner Sammlung wie angezogen, die richtigen. Und es war immer sehr schnell klar, welche Werke haben eine Chance in meiner Sammlung. Und ich konnte natürlich mit meinem Raumprogramm klar sehen, welche Werke verschiebe ich wieder zugunsten von anderen, welche bringe ich zusammen, damit Dialoge und eine ganze Geschichte entsteht. Und heute ist es so, dass man von jeder Situation immer 4, 5 Bildsituationen hat. Man kann entweder sich konzentrieren auf ein Bild, man dreht sich leicht und da kommt eine zweite, dritte, vierte Situation dazu. Das sind einfach viele Zusammenhänge und das macht die Sammlung umso reichhaltiger, umso interessanter. Man kann einfach ständig viel darüber erzählen, nicht nur über das Bild, sondern über die Raumsituation. Und Raumsituationen sind für mich ein Kunstwerk für sich. Bis anhin habe ich wichtige Werke in Museen gezeigt. Das habe ich als eine sehr, sehr interessante Geschichte des Dialoges mit anderen Werken dieses Künstlers oder mit dem Konzept dieser Kunstmuseum. Nun, wo ich eigentlich nicht mehr weiter sammeln muss, weil meine Sammlung groß ist, ist es mir heute ein Bedürfnis, nach der Phase der Akquisitionen den nächsten Schritt zu machen und in die Öffentlichkeit zu gehen, nicht nur mit Einzelwerken, sondern mit der ganzen Sammlung. Die Kooperation mit Hubert Loser, mit ihm als Sammler, auch mit ihm als Persönlichkeit, war ein Glücksfall für das Kunsthaus. Es ist nicht alltäglich, dass ein Sammler sich so intensiv auf eine Institution einlässt, ihr gleichsam entgegenkommt. Es war sicher eine Bewegung von zwei Seiten. Aber natürlich hat ein Privatsammler, der für sich selbst primär sammelt, wenn er beginnt zu sammeln, einen langen Prozess, bis er versteht, wie ein Museum funktioniert, was ein Museum gegenüber der Öffentlichkeit kann, was die Öffentlichkeit braucht an Kunst, um Kunst zu verstehen. Diesen Prozess hat Hubert Loser in geradezu, glaube ich, einzigartiger Weise mitgemacht und immer wieder auch einen Schritt vorausgemacht vor dem Museum, sodass wir gegenseitig voneinander profitiert haben, gelernt haben. Und ich denke, diese Kooperation ist singulär. Sie kommt nicht so häufig vor zwischen Privatsammlern und dem Museum. Und wenn es ein Modell sein kann für andere Sammler und für weitere Museen, vielleicht auch für uns selbst, das erhoffen wir uns aus dieser Kooperation, umso besser. Der Weg von meinem Privathaus in dieses Kunsthaus und diese Räume hier zeigt mir, dass ich großen Mut hatte, große Werke zu kaufen. Und es zeigt sich hier, dass das ganze Ensemble ein großer Ausdruck der Modernität der Gegenwartskunst darstellt. Und das war eigentlich mein Traum, sowas zusammenzubringen. In diesen Räumen, auf diese große Distanz, haben diese Werke eine noch viel größere Kraft, die sie zum Ausdruck bringen, als in einem Haus oder in einem Museum, wo 5, 6, 7 Räume gebraucht werden und wo dann eingeteilt wird in Gruppen. Hier hat man die Freiheit und diese Großzügigkeit von Zeichnungen zu Skulpturen zu Bildern. Und man sieht hier die Kraft und die Diversität dieser Kunstwerke, die Kunstrichtungen. Das beseelt mich sehr stark. Im Gegensatz zu früher, wo die Malerei dominierend war, hat es sehr viele Künstler gegeben, die wollten sich nicht
mit Malerei beschäftigen und haben die Skulpturen für sich entdeckt. Und weil diese große Freiheit, die man gesucht hat nach dem Zweiten Weltkrieg, es ermöglicht hat, mit allen Teilen, zum Beispiel ein Chamberlain mit Autoteilen oder ein Chad mit seiner wunderschönen Skulptur von gefertigten Industrieteilen, da gab es ganz viele Möglichkeiten, wie Benone oder Richard Long, welche sich manifestiert haben. Sie haben den Kreis der Möglichkeiten in der Kunst enorm erhöht und ich habe frühzeitig erkannt, dass die Skulptur gleichwertig ist wie die Malerei und das hat mich dazu veranlasst, dass ich mehr als die meisten Sammler mich auf Skulpturen konzentriert habe. Es mussten museumstaugliche Werke sein, denn ich hatte schon früh die Absicht, dass diese Kunstwerke einmal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht würden. Wenn man diese Kunst sieht, sie ist für Zürich außerordentlich wichtig, denn man hat hier wie in vielen europäischen Museen die Amerikaner nicht berücksichtigt und heute sind diese Kunstwerke außerordentlich teuer geworden. Ich bin glücklich, dass ich diese Lücke für Zürich schließen kann und dass Zürich auch eine Berechtigung hat, ein modernes Museum zu bauen und es mit wichtigen Werken, die dem Bau entsprechen, füllen kann. In einem kleinen Raum, eine Art Replika meines Wohnzimmers, zeigen wir Skulpturen aus Angkor Wat und machen hier einen Quantensprung zurück in alte Kulturen. Dieser Vergleich mit der Gegenwartskunst der Vergangenheit und meiner Gegenwartskunst, die ich gesammelt habe, zeige ich auf, dass ich mit dieser Sammlung nur einen kleinen Teil der Geschichte schreibe. Und diese immer und immer weitergeht. Somit ist meine Sammlung im neuen Kunsthaus ein kleiner Teil einer sehr langen tausendjährigen Kunstgeschichte. Und selbstverständlich ist die Qualität von Werken in einem Kunsthaus bedeutungsvoll. Ich habe in diese Art und Weise gesammelt, wichtige Werke, hohe Qualität, eine kleine Anzahl von Werken und nicht eine Ansammlung von Kunstwerken, die unüberschaubar ist. Das für meine Sammlung ausgewählte Raumkonzept, ein großer Raum mit ca. 1200 Quadratmeter, offen eine Sammlung zu zeigen, habe ich persönlich noch nie gesehen. Am Eingang haben wir kleine Räume, wo meine Sammlergeschichte angefangen hat mit den Surrealisten, mit den Schweizer Künstlern. Und dann kommen wir in diesen großen Raum und sehen hier, wie die moderne Kunst anders aussieht als alles, was wir früher erlebt oder in diesem Kunsthaus gesehen haben. Diese großzügige Präsentation, dieser großzügige Raum, den wir jedem Werk hier geben, ist sicher ein Modell für die Zukunft, ist ganz sicher auch ein guter Ansatz für das neue Kunsthaus, das wir bauen werden, denn es wird ein großer Unterschied geben zwischen dem alten und zwischen dem neuen Gebäude, welches für die moderne Kunst gebaut wird. Wie ich bereits erwähnt habe, sind mir Dialoge in einer Sammlung sehr wichtig. Und beim Entscheid, meine Sammlung dem Kunsthaus Zürich anzuvertrauen, habe ich mich von meinem Vorbild Ernst Baehler
inspirieren lassen. Er hat den Kunstplatz Basel mit seiner Sammlung und seinem Museum enorm erweitert und bereichert. In Zürich möchte ich eine ähnliche Aufbruchsstimmung mit meiner Sammlung, mit dem neuen Kunsthaus in Bewegung bringen und andere Sammler motivieren, dass sie ebenfalls mitmachen, Mitverantwortung tragen, damit die Sammlung hier noch erweitert werden kann. Aus allen Pressemitteilungen ist ersichtlich, dass diese Sammlung eine große Lücke schließt und dass Zürich mit dieser Sammlung und mit weiteren Akquisitionen und Schenkungen eine Spitzenposition unter den besten Museen Europas erreichen kann. Es gibt nichts Schöneres für einen Sammler, als dafür Mitverantwortung zu tragen. Ihre Frage, was Kunst für mich bedeutet, möchte ich sagen, es hat mich mein ganzes Leben lang, und das ist jetzt 50 Jahre, bereichert. Aber in meiner Lebensplanung war es immer so, dass ich neben einem Beruf noch einen zweiten Beruf oder eine zweite Lebenserfüllung suchte. Und wenn möglich eine, die über das Pensionsalter hinausgeht. Dank der Kunst habe ich so viele Erfahrungen gemacht, andere Menschen kennengelernt und das wird so weitergehen und demzufolge ist Kunst mein bestes Investment. Die Schenkung meiner Sammlung an meine Stiftung und später die Übergabe an ein Museum ist für mich eine so große Bereicherung. Es ist ein Riesengeschenk, das ich mir gemacht habe mit meiner Passion und mit meiner Geduld und mit meiner auch Hartnäckigkeit, diese Sammlung aufzubauen.